ihr Lieben, da bin ich wieder. Bevor wir heute mit den Tüten weitermachen, also mit den Basisseiten, habe ich mal noch eine kleine Sache vorneweg. Und zwar habe ich eine Materialliste und Schneid- und Falzanleitung für euch gemacht. Die beinhaltet die einzelnen Teile, wie groß sie sind, an welcher Stelle gefalzt werden muss und so materialtechnisch, was ihr benötigt, wie viel Papier ihr ungefähr dafür braucht für das ganze Projekt. Es soll so ein kleiner Faden sein, dass ihr euch da so ein bisschen dran langhangeln könnt, für den Fall, dass hier manche Maße nicht so richtig verständlich von mir rüberkommen. Ne? Außerdem habe ich noch eine kleine, ja, eine Anleitung kann man eigentlich nicht sagen, aber eine kleine Erklärung, wie die Inch, wie man Inch wirklich anträgt, also abträgt und dass es eigentlich wirklich einfach ist. Und dass, wenn ich nachher mit dem Falzbrett hier arbeite, ihr auch versteht, was ich da mache. Ja, dafür kann ich euch die hier empfehlen, ans Herz legen. Ihr könnt die Datei bei mir auf der Website runterladen. Es ist eine PDF, also so wie ein E-Book. Und die Website steht unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr über Scrapbooking Tutorials kommt ihr genau dann auf diesen Teil. Und das könnt ihr euch halt dann dazu als Begleiter für diese ganzen, für die Videos, die jetzt noch kommen werden, könnt ihr die nutzen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Wir sind ja fertig geworden mit unseren Tüten. Wir haben sie genäht, wir haben sie schön geklebt. Na, wir sind vorbereitet für das, was jetzt kommt. Und zwar werden wir aus diesen Tüten jetzt den Typ 1 machen und den Typ 2. In diesem Video geht es um Typ 1. Ja, und dann werden wir wohl jetzt einfach mal anfangen. So, ich habe mal kurz hier alle Teile, die wir für den Typ 1 brauchen, einfach mal kurz hier hingelegt. Ihr werdet jetzt nicht ganz viel erkennen können. Es geht jetzt nur so grundsätzlich um die Art und Weise. Und zwar haben wir, also habe ich immer A, B und C, das seht ihr auch in dieser Schnittanleitung. Und ja, beim Falzen genauso, damit ihr dann wisst, wann ihr wo was machen müsst, habe ich, wie gesagt, die Typen mit dran geschrieben und auch, wie gesagt, die kleine Skizze darunter gemacht. Wir werden das jetzt auch hintereinander schneiden. Typ A, B, C, D, E und so weiter. Und ich habe mich heute für diese Farbe entschieden. Ich mache also, das kann ich euch ja gleich mal zeigen, ich mache ein Album in dieser Farbe mit den Tüten. Und dann habe ich das hier dazu. Farblich fand ich das den totalen Knaller. Habe also kein gedrucktes Papier, sondern das hier. Und das kann ich ja ganz kurz mal hier reingucken lassen. Einfach mal nur, damit ihr mal einen Eindruck gewinnt, dass das farblich, glaube ich, wirklich super dazu passt. Na, gut, wollte euch jetzt auch damit nicht langweilen, aber ich mache das auf jeden Fall so. Den habe ich tatsächlich bei Action gekauft. Habe ich auch gleich zwei gekauft, damit ich sicher sein kann, dass es reicht. Okay, also ich bin bei dieser Farbe. Das ist auch wieder Karton, Fotokarton, 300 Gramm. Das nennt sich eigentlich Weinrot. Ich finde eher, naja, gut, lässt sich drüber streiten über den Namen der Farbe. Ist aber auch egal, ist jedenfalls schön, gefällt mir gut. So, dann werden wir jetzt als erstes mal zuschneiden und zwar schneiden wir mal Teil A zu. 5¼ × 7¾, ich werde das hier immer noch mal kurz für euch noch mal nachmessen. Solltet ihr da Fehler merken, das wäre auch nett, wenn ihr mir dann einen Hinweis geben würdet. Also 5¼ passt. 7¼ kann ich jetzt hier nicht mehr ganz nachvollziehen, weil es hier 7¾, weil es hier versteckt ist. Das würde heißen, es geht bis hinten ran. Müsst ihr eigentlich nicht machen, aber wir machen das jetzt wirklich. Wir halten uns jetzt einfach mal an die Anleitung, damit wir dann auch zu einem Ergebnis kommen. So, da habe ich hier mein Schneidbrett. Das kennt ihr ja schon. So,
Und dann machen wir hier. So, um das A4-Blatt wirklich voll gut auszunutzen, sind die 7 3/4 so lang zu machen. Das heißt, wir haben hier nämlich genug, das müssten hier 8 1/4 sein. Genau, 8 1/4 Inch. Und wir nehmen das als 7 3/4 und machen die 5 praktisch also so lang. Die 5 1/4 Inch machen wir so. Dann kriegen wir nämlich 2 draus. Ihr müsst ja eigentlich auch 5 machen. Ihr braucht das andere nicht wegschmeißen oder ihr nehmt es für eins von den anderen Teilen. Bei 5 1/4 schneiden wir es einmal durch. Dann haben wir schon Typ A. Teil A fast fertig. Jetzt machen wir noch die 7 3/4 Inch. Also hier nochmal der Hinweis, ne? Ich mache Inch. Das habt ihr bestimmt jetzt mitbekommen. Das ist Teil A. Ich mache mal gleich Teil C. In der Anleitung werdet ihr sehen, dass das genauso groß ist. Das heißt, ich würde jetzt einfach das Stück nehmen und daraus Teil C machen. Das ist dann auch 5,5. Das Teil C ist nämlich hier auf der Rückseite. Auf der Rückseite das untere Teil. Ja. Also auch 5 1/4. Mal 7 3/4. So. Dann haben wir schon A und C. Also ihr könnt es, ist vielleicht wirklich gut, wenn ihr euch das einfach drauf schreibt. Ihr seht, dass es wird nachher verdeckt. Also dadurch, dass er ja noch eine andere Farbe oben drüber macht, also ein buntes Papier, könnt ihr euch das ruhig hier draufschreiben und dann ist es nachher für euch einfacher zuzuordnen. Ne? So, dann könnten wir jetzt Teil B machen. Dann brauchen wir wieder ein Stück. Ich habe auch aufgeschrieben, wie viele Teile ihr grundsätzlich braucht, um die Seiten zu gestalten. Und es ist eigentlich mal eine gute Hilfe, ne? Damit man nachher nicht dasteht und das Papier nicht reicht oder was auch immer. So, dann würde ich jetzt Teil B machen. Teil B ist 6 1/4 mal 3,5. Dann nehmen wir wieder die 6 1/4 so lang und die 3,5 so lang, um das wirklich optimal auszunutzen. Teil B ist die Tasche. Teil B ist diese Tasche hier oben. Diese hier. Ne? Also 3 Inch, 3,5 Inch. Mal 6 1/4. Das ist Teil B. Hier müssen wir nachher auch falzen. Das zeigen wir dann. Das machen wir später im Anschluss. Jetzt schneiden wir C, haben wir schon. Jetzt kommt D. Das ist 5 1/4 mal 8 1/4. Da können wir genau eine A4-Länge nehmen. Das heißt, wir gehen also hier mit 5 1/4 rein. Die haben wir dann schon. Nehmen wir die schöne Seite. Ja, mein Schneidmesser hier ist nicht mehr ganz so toll. Ich müsste es einfach nur mal wechseln. Also 5 1/4. Mal 8 1/4. Müsste eigentlich genau passen, wenn das Papier so geschnitten ist. Passt auch. Na, das können wir so lassen. Das wäre dann Teil D. Dann haben wir A, B, C, D schon. Und jetzt brauchen wir noch das Teil E. Das E ist genauso groß wie Teil D. Ich zeige euch auch gleich noch, wer E und D und so ist. Das heißt, das machen wir auch wieder 5 1/4 und die 8 1/4 passen schon. Das ist Teil E. E, so. Teil F ist auch 5 1/4. Also da müssen wir nachher mal gucken, wenn ihr nicht so ein
Also ich habe ja so eine Tab-Stanze, die dann oben hier diesen Tab rausmacht. Das müssen wir mal gucken, ob, wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr das schneiden selber, also anzeichnen und schneiden, oder ihr klebt, also ihr schneidet das ganze Ding kürzer und ihr klebt euch so einen Tab, also den ihr selber ausgeschnitten habt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Der muss ja auch nicht so aussehen, wie der bei mir, wie der bei meinen Karten jetzt hier aussieht. Ne? Also wir schneiden den erstmal zu. Davon brauchen wir zwei. Aber in dem Falle, wir machen jetzt einen, mache ich jetzt hier mit, weil das andere ändert sich halt einfach nur im Laufe der, weil wir ja fünf Stück haben, brauchen wir davon einmal einen, wo der Tab oben hängt und einmal, wo er mittig ist. Dann einmal, wo er unten ist. Die machen wir jetzt aber nicht alle, sondern wir machen jetzt einen vor und die anderen sind ja dann variabel. Dann hätten wir jetzt alle zusammen. Alle Teile, würde ich sagen, für A. Dann können wir den erstmal wegpacken. Und jetzt können wir mal zu dem Falzen kommen. So, das Falz, da habe ich ja ein Falzbrett. Das haben die meisten von euch mit Sicherheit auch. Ob sie dieses haben, weiß ich nicht. Meins hat nur Inch. So, dann nehmen wir uns mal, wir müssen falzen am Teil D. Gefalzt wird bei D. D und Teil E müssen wir falzen. So, Teil D wird, ich hatte in der Anleitung steht, falzen bei 1/2 Inch an einer der kurzen Seiten. Ja, das heißt, ihr legt das so an. Mit der langen Kante nach oben, der langen Seite nach oben und der Falz kommt hier an die kurze Seite. Das ist damit gemeint. Und dann 1/2 Inch. Also wenn ihr hier so einen nicht habt, ihr könnt dafür auch den nehmen. Das geht genauso. Na? Ich fand nur immer, macht es lieber mit denen. So, haben wir den. Und dann machen wir das gleiche hier auch. So. Dann müssen wir noch Teil B falzen. Ich muss das hier ein bisschen überlagern. So, Teil B. Teil B wird auch an den falzen bei 1/2 Inch an den beiden kurzen Seiten. Weil das wird ja diese Tasche hier, also diese Tasche wird das hier. Und die muss hier, hier oben wird es gefalzt und hier. Damit wir das umschlagen können und aufkleben können, ne, mit Klebestreifen. Zeige ich dann natürlich, wie es geht. Es ist jetzt alles nur so verbal. So, dann machen wir also auch hier 1/2 Inch hier. Verrutschen solltet ihr nicht, so wie ich. Es ist aber auch nicht schlimm, weil das die Seite ist, die nach unten geht, die dann keiner sieht. Und hier die 1/2 Inch auf der anderen Seite. Ja, ihr seht das sogar, ne? Man kann das gut erkennen. Und dann wird das außerdem, das habe ich gar nicht mit beschrieben, seht ihr mal, hier nochmal gedreht. Und dann müssen wir hier, weil wir hier nur, ich brauche mal eine Tüte ohne, ja, diese Tüte hier, das ist 1/2 Inch. Da soll das, da kleben wir nicht, wir kleben wirklich bloß, weil wir ja die Tasche nutzen wollen, klebe ich es hier richtig auf und habe nur hier die Falz. Das heißt, wir müssen nochmal eine Falznaht machen, die, wo wir das nachher wegschneiden. Das seht ihr aber an dem Bild, was ich da, ich zeig mal den nochmal kurz. Moment. Da. Hier. Das ist das, was ich meine. Ne? Wir machen jetzt hier die 1/2. Da machen wir uns auch einen Strich rein, also einen Falz. Hier auch. Das muss man nicht mehr, man kann es auch nur anzeichnen. Ne? Weil es wird hinterher weggeschnitten und das, wo das X ist, das wird komplett rausgeschnitten. Die sind nachher nicht mehr da. Ne? Aber hier brauchen wir die Falze. So, machen wir bei 1/2.
Da. Und hier auch. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr dann hier bei anderthalb seid. Das heißt also, in dem Fall müsst ihr hier bei 2 machen. So. Okay. Dann haben wir Teil B auch schon zugeschnitten. Gefalzt und geschnitten. Und mehr müssen wir nicht falzen, würde ich behaupten. Ja, ich glaube, wir sind durch mit Schneiden und Falzen. Ja, okay. Dann kann das jetzt weg. Und dann kümmern wir uns mal um das Papier an sich. So, warum fangen wir mal mit B an? Nee, wir fangen mit A an. Also an A müssen wir gar nichts tun. Ja, Teil A wird einfach nur mit Klebeband versehen. Und zwar wird Teil A ja hier reingeklebt. Also Teil A ist das hier. Und es kommt hier rein und wird dann festgeklebt. Also bis hinten rein. Also Klebestreifen. Wichtig ist, vorne die Kante soll ordentlich abschließen. Und dann passt das. Ja. Ich würde jetzt das mal bekleben und euch das an dem Beispiel zeigen. Zum Kleben für das Papier, für das Grundpapier auf den Tüten nehme ich gerne diese 12 mm Stärke. Es ist, glaube ich, nicht notwendig, weil es hält trotzdem. Man kann es, wie gesagt, auch mit Flüssigkleber machen. Gibt auch gute, schnell trockene Flüssigkleber. Ich fand nur bei den Tüten, also ich mache es nur an Stellen, wo ich nicht so gut rankomme, aber an den Tüten, da kommt man gut ran. Und die sind ja relativ dünn und ich wollte nicht, dass die durch den Flüssigkleber anfangen, sich zu wellen. Ja, ob das so passiert, weiß ich gar nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Flüssigkleber dazu beiträgt, dass da Wellen aufschlagen. So, dann würde ich das hier erstmal kleben. Mache ich eine Runde rum. Mache ich aber hier nicht. Hier hinten klebe ich nicht, sondern mache in der Mitte dann noch ein. Weil man das dann dazu so rein kann man, obwohl man kann es an der Stelle tatsächlich so machen. Ich habe es irgendwie anders gemacht. Ich habe es jedenfalls so gemacht, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann habe ich auch den in der Mitte gleich noch mit erwischt, dass es da auch hält. Aber ihr könnt jetzt auch hier so und dann hier und hier machen. Das könnt ihr machen, wie ihr denkt. Ja. Ich mache es jetzt mal so. Und auch so dicht, wie es geht am Rand. Nicht oben drüber, wenn es geht. So, und dann gehen wir einmal hier längst. Ups. Okay. Dann würde ich das hier noch einmal ein bisschen mit dem Falzbein festdrücken. Dann geht auch die Folie besser ab. So, das wäre jetzt mein Grund. Und dann habe ich meine Aale natürlich nicht dabei. Es geht aber auch mit dem Cuttermesser. Die hole ich mir gleich. Ja, zack. Wenn ihr doch mal was habt, dass hier ein bisschen Kleber oben drüber ist, dann einfach, wenn ihr das abgemacht habt, dann könnt ihr den so rumschieben. Das ist ja ein ganz dünnes Blatt bloß sozusagen. Ganz dünne Klebefolie. Die kann man dann da reinschieben auf das Papier. Und dann guckt es euch auch nicht draußen vor. Damit dann nicht nachher die Fotos kleben. So, ich habe hier nämlich so eine Stelle. Mache ich einfach rein und dann ist gut. So. Und dann denkt dran, die Kante mit der Klebestelle, also die hier, sollte wirklich hier außen sein. Und die klebe ich gerade. Ja, alles andere hier hinten ist mir erstmal egal. Das ist gerade und oben und unten ist ja ein bisschen Platz, weil das Ganze ist ja 5,5 und ich habe ja hier bloß 5¼. Na, und dann schiebe ich das hier so in so rein. So. Halte es aber schön oben. Macht es hier bündig. Mit der Kante, links und rechts ein Stück Rand. Und dann wird das hier reingeklebt.
Ja. So, und dann sieht das am Ende so aus. Ja, hier ist es schön bündig und da steht es über und unten im Idealfall der gleiche Abstand. Ja. So, das ist ja erste Teil dran. Jetzt machen wir einfach vorne gleich fertig, dann würden wir jetzt nämlich Teil B machen. So, dann nehmen wir Teil B. Da habe ich ja gesagt, da kommen ein paar Sachen weg. Das heißt, diese halben Stücken, anderthalb Inch, die werden wir wegschneiden. Ja, das mache ich ganz normal mit der Schere. Oder mit dem Cutter, das geht natürlich auch. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr eine Unterlage habt, auf der ihr das schneiden könnt. Und die habe ich jetzt hier nicht, deswegen nehme ich jetzt hier eine Schere und schneide das hier schräg ein. Ich zeige euch das gleich in echt. Nochmal oben an der Kamera. Ja, da muss man schon ein bisschen genau machen, sonst ärgert man sich hinterher, wenn das dann so ein bisschen komisch aussieht. Ja, das will man ja nicht. So. Nachher sieht es so aus. Ihr habt also praktisch ein Blatt mit Flügel. Ja. Diese Kanten, da kommt auf diese Seite. Auf diese Seite kommt das Klebeband. Ja. Weil wir das nachher so reinfalzen. Wir haben ja hier die Falz reingedrückt und schieben das dann nach oben, klappen wir es um. Also eigentlich kann ich es auch gleich zeigen. So wird es gehen. Zack. Und hier wird es genauso gemacht. Einmal umknicken und mit dem Falzbeil rüber. Dann habt ihr eine schöne, ordentliche Kante. Dadurch, dass meine Schneidmaschine hier nicht mehr so toll war, habe ich hier so ein paar Fusselränder. Die kriegt man mit dem Fingernagel eigentlich ganz gut weg. Wenn es dann gar nicht mal irgendwie geht, dann müsst ihr das feilen. Na. Oder mal vernünftig ein ordentliches Messer einsetzen. Ja, die andere Variante. Da müsst ihr gucken, wenn ihr Papier habt, was von der Struktur euch besser gefällt, wenn ihr die Seite jetzt oben gehabt hättet oder die hier. Hier ist es völlig wurscht. Die sind irgendwie ziemlich ähnlich. Da ist jetzt kaum ein Unterschied zu sehen. Dann müsst ihr gucken, wie ihr die Falze ansetzt, ne? Dass ihr die dann auf der anderen Seite zur Not macht, wenn ihr die eine dann lieber oben haben wollt. So, auf diese Stellen, ja, kommt jetzt das Klebeband. Da nehme ich aber ein kleineres, weil das hier würdet ihr auf jeden Fall drüber gucken. Dann nehme ich wieder meine 6 mm. Ne, die nehme ich nicht, sorry. Die 9 mm nehme ich dafür. Das ist dieses hier. Das ist ein bisschen dünner. Und das ist genau richtig. Das kann man sich dann aber so hinnehmen, dann kann man nämlich besser kleben, finde ich. So, und dann kommt das erstmal auf die Außenseiten. So, das habe ich jetzt hier nochmal drüber geklebt. Das soll natürlich so nicht bleiben. Ist aber kein Thema, das kriegt man hier abgeschnitten. Sollte, wie gesagt, nichts drüber gucken lassen. So. Okay, dann sind die schon mal drauf. Die können wir dann kleben. Und hier, das möchte ich natürlich auch kleben. Also das hier muss ja hier drauf sein. Es muss ja geklebt sein, sonst ist das nicht wirklich gut. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich mache mir hier ein Klebchen drauf. Da kann ich aber, da nehme ich die dünnen. Ja, das reicht. Das müsst ihr nicht mixen permanent. Und nicht bis am Rand kleben, weil euer Papier ist kürzer. So wie hier. Ne? Es ist kürzer als der Rest. Hier vorne aber an die Kante kleben. Ich zeige das gleich. Aber eben nicht so lang. Wie die Folie selber ist. Da, ne? So. Und ein Stück kürzer. Sozusagen. Das ist einmal hier. Und die anderen Sachen klebe ich auf die Seite hier. Ne? Die klebe ich praktisch
hier und hier mache ich 2 Streifen. Dann nehme ich auch immer das Dünne. Das reicht. Es muss ja nichts tragen an der Stelle. Es ist nur, dass es da hält. So, dann haben wir dies eigentlich fertig. Dann lege ich mir das so hin und probiere das mal kurz vorher aus. Also diese Flügel, die müssen hier kleben. Und die Fläche, die hier, klebt hier auf dem Teil. Und wenn man sich das hier so hinlegt, muss man nämlich jetzt kommt es nämlich darauf an, was ich mal schon am Eingangs gesagt hatte, dass man da den Tüten wirklich aufpassen muss. Wenn es gerade sein soll, dann muss es hier links hier passen zu dem, was ihr gerade auf zum Teil A und hier auch und zur Tüte. Hier hinten seht ihr vielleicht, das zeige ich gleich, dass es eigentlich schief ist. Ein wenig schief, ne? Es ist nicht viel, aber man sieht es deswegen auch so wenig, weil man auf dieses Rote in dem Fall guckt, ne? Wenn ich es jetzt gerade machen würde, müsste ich es so machen. Und dann sieht es insgesamt, ja, das sieht man vielleicht durch die Kamera nicht, aber wenn ihr das so vor euch hinlegen würdet, würdet ihr sehen, dass das schief ist. Und das wollt ihr auf jeden Fall nicht. Das sieht dann wirklich doof aus. Also, wir richten uns aus nach dem hier. Ja, und nicht nach dem hier hinten. So, das machen wir jetzt. Ziehen wir mal hier die Folien ab. Und immer schön dran denken, alle Folien abzuziehen, weil ihr kommt nachher nicht mehr ran. Na, dass ihr dann nicht eine Folie vergessen habt und dann kommt ihr da nicht mehr hin. Allerdings muss man dann beim Kleben halt ein bisschen gucken, ne? Dass man das ordentlich macht. Weil das Zeug klebt. Man kann es auch wieder lösen, aber es sieht erstmal nicht wirklich gut aus. Und ich halte mir das hier immer so ein bisschen so fest. Richte mich hier aus, so dass ich hier mit den Kanten anstoße so ein bisschen und mache es dann aber irgendwie so gerade, dass ich hier mit denen hinkomme. So, dann ist das schon drauf und fertig. Hat gut geklappt. So, dann kann man hier nochmal drüber gehen, damit die Klebestreifen wirklich auch gut fassen. Na? So. Und jetzt habt ihr hier eine Tasche. Und ihr habt dadurch, dass ihr das aufeinander geklebt habt, wirklich auch diese Lasche hier benutzt. Denn die Tasche ist hier drunter. Ja. So. Also ist die Seite schon fertig. Die erste. Vorne. Die Seite, die wir sehen. Ja. Das können wir mal probieren. Ob man hier ein Teil reinschieben kann. Ich habe jetzt hier, was. Das alles so geht, ja, das geht. Na, man kommt bis hinten hin, wo man hin möchte und dann klappt das. Super, haben wir die Seite schon mal schick. So, jetzt drehen wir das Ganze um und kleben. Wir dürfen nicht C kleben, jetzt schon. Weil die F brauchen wir jetzt nicht. C ist ja die Kante hier unten. Könnte ich ja jetzt sagen, Mensch, ist ja super, die klebe ich mir jetzt hier hin, dann ist die schon mal da. Ja, das kann man machen. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr es mal aus Versehen so macht. Aber eigentlich soll die hier unter dieser Kante noch sein. Also so. Ja, man kann das natürlich auch hier oben drauf kleben. Es ist nicht schlimm. Hier kommt ja dann noch ein Stück schönes Papier drüber. Aber schöner ist ja so. Dann sieht man nämlich die Kante da nicht. Man sieht sie gar nicht. Ja, und das ist, finde ich, der bessere Weg. Deswegen erst D an C und dann könnt ihr C kleben. Ja. Das heißt, wir falten jetzt D an der Stelle
wo es gefalzt werden muss. Wir haben ja hier reingedrückt, wie ich schon beschrieben habe. Also gehen wir hier lang. Da. Hier wieder Schönheitsarbeiten machen. Ja, so. Hier würde ich die Ecken abschrägen, links und rechts. Das mache ich aber erst, wenn das Klebeband klebt. So, das Klebeband kommt hier drunter. Eins hier hin. Ja. Obwohl, das können wir später machen. Wir machen erstmal das. Das kommt also hier oben rein, in die Kante rein. So, also hier kleben wir jetzt das Klebeband rein. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass ihr das nicht in die Falz reinklebt. Das ist dann ungünstig. Ne? So, und so mittig vom Rand. Rand zur Falz dazwischen irgendwie. So, wenn wir das so haben, dann können wir das hier abmachen. Jetzt habe ich ja gesagt, erst C und D zusammenbringen. So, das soll so hier drauf. Also müssen wir D hier so ranbringen, ne? Weil wir wollen es ja dann so lang aufklappen können. So, jetzt habe ich natürlich gesagt vorher, dass ich das hier schräg mache, ne? Das mache ich auch. Das hat den Grund, dass ich nicht möchte, dass, falls ich jetzt beim Schneiden die, also hier so, praktisch die Kanten, nee, ich mache mal so rum, vielleicht die kannst da besser, genau, abschrägen, ne, ein bisschen. Hat den Hintergrund, dass man, wenn ich jetzt, wie gesagt, falsch geschnitten habe, also nicht ganz exakt, dann guckt ihr das nicht hinterher. Sonst würden uns die Ecken hier hinter diesem Blatt vorgucken oben. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Ja, so, und jetzt klebt man das hier rein. Da würde ich gucken, dass man hier mit der Kante gut hinkommt. Kann man auch immer noch mal lösen. Ich glaube, man legt sich das besser so hin. Dann kann man das hier so rein. Und schön gucken, dass links und rechts das gerade ist. Und dann... Genau. Dann habt ihr das hier. Und auch nicht bis in den Knick rein, sondern so. Na, so sieht es ganz gut aus, glaube ich. Ich glaube, jetzt sieht man es. So ist es in Ordnung. Und dann könnt ihr das hier umklappen. Und dann könnt ihr das einmal falzen, damit das dann auch so bleibt, wie es sein soll. So. Und dann haben wir das richtig. Da haben wir jetzt C hier. Und dann kleben wir C auf. Und haben D schon mit integriert, sozusagen. Ja. Wir könnten jetzt, bevor wir das so machen, auch schon E anbauen. Wir können jetzt aber auch C hier auf die Tüte aufbringen. Das können wir jetzt machen, wie wir wollen. Ich würde jetzt einfach mal E nehmen, auf die gleiche Art und Weise machen wie D. Na, da ist ja die Art die gleiche. Und D muss jetzt, E würde jetzt hier rankommen. So würde das dann aussehen, ne? Weil wir haben ja so zum Klappen, und dann zieht er das hier mit hoch, sozusagen. Ne? Also müssen wir bei D auch hier innen den Klebestreifen kleben. Bei E, sorry. Das machen wir. Dann schräg schneiden. Und ich schneide es immer von der Kante, also bis zu dem Falz rein, sozusagen. Nicht weiter. So, dann machen wir das nochmal fest hier. Dann machen wir das gleiche Spiel wie mit wie D und C. Machen wir jetzt E an D ran. So, dann mache ich mir das auch. Ich lege mir das so hin. Klappe mir das hier runter. Und mache das da so gut es geht gerade, und dann kann man das auch wieder
so knicken und hier falzen. Und dann haben wir das schon fertig. Ich habe hier wieder meine Schönheitsarbeiten. So. Also, jetzt haben wir praktisch eine Klappe, also eigentlich so eine Ziehharmonika sozusagen gebaut. Na? Hier haben wir jetzt natürlich den, dass es hier vorne zu sehen ist, aber es geht auch nicht anders, ob es jetzt hier hinten zu sehen ist oder hier vorne. Ist dann eigentlich an dieser Stelle egal, aber hier konnten wir es noch verdecken, deswegen haben wir es auch so gemacht. So, jetzt ist das so gut wie fertig. Jetzt würde ich auf der C, jetzt bringe ich hier unten praktisch mein Klebeband an, eine Runde rum. Ich mache noch mal einmal in der Mitte und dann wird das hier bündig vorne geklebt. Ja, das heißt, ich mache jetzt erstmal Klebeband drauf. Dann nehme ich wieder das dickere. Und auch wieder schön an den Rand. Dann sind wir nämlich auch gleich an der Stelle, wo die Magneten zum Einsatz kommen. So. So, dann machen wir das einmal alles fest hier mit dem Falzbein. So, dann haben wir ja gesagt, also das ist wichtig, dass ihr jetzt darauf achtet, dass das eigentlich, das ist ja vorne, wenn ihr drauf guckt, dann wird die Seite umgeschlagen und dann ist das die Seite, wo ihr die Klappe so lang aufmachen wollt, ne? So lang. Das heißt, wir müssen jetzt darauf achten, dass wir C richtig kleben, nämlich nicht so, sondern so, dass die Klappe hier hoch geht. Ja, das ist wichtig, weil sonst habt ihr es so rum. Ich meine, es geht auch, aber es ist dann anders als in dem Buch. Wir wollen es so. Und damit wir das wirklich auch schön bündig machen, müssen wir das jetzt uns irgendwie so legen, dass wir da gut rankommen. Aber auf jeden Fall erstmal hier die Teile abmachen. So, also noch mal drauf achten, ja, das kommt bündig nach vorne und mit dem kleinen Rand links und rechts, ne? So wie vorne das Teil A. Also mit dem bündig, das ist wirklich insofern schöner und wichtig, denn ist vorne die Kante von der Tüte sehr stabil. Wenn wir das nicht bündig machen, dann ist die Kante vielleicht nicht so stabil, weil die Folie, die Tüten an sich ja nicht so fest sind. Und dann machen wir das alles nochmal ein bisschen hier fest, wo überall, wo die Klebestreifen waren. Und dann sind wir mit der Grundstruktur der Tüte fertig. Der Basisseite Typ 1. Dann müssen wir jetzt noch die Magneten machen. So, jetzt geht es um die Magnete. Habe ich ja schon gesagt, das ist eigentlich das Letzte, was wir an dieser Tüte jetzt erstmal grundsätzlich machen müssen, um diese eine Basisseite grundsätzlich fertig zu haben. Und da habe ich so eine Magnete, die sind irgendwie zugehörig und die haben so Geklebepups noch. Also die sind selbstklebend sozusagen. Die muss man nicht nehmen. Man kann auch die ganz normalen anderen nehmen. Die sind aber so eine
Die sind nämlich bloß ein Millimeter. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Die sind ganz, ganz klein. Schmal vor allen Dingen. Sonst habt ihr ja so einen Huckel auf der Seite, das wollt ihr ja auch nicht. Und da gibt es auch welche, die haben keine Folie, keine Klebefolie, sind dann nicht selbstklebend. Muss also auch nicht sein. So, dann wollen wir die natürlich, haben wir ja gesagt, hinten auf die Seite kleben. Und wenn wir uns das hier nochmal bei dem Typ 1 angucken, dann ist das so, dass wir den unten auf dem C, auf dem C-Blatt, da ist der Magnet. Genau, ja, das ist unten aufgeklebt. Und dann kommt der auf der Lasche, die dann hier oben zumacht. Da ist dann das Gegenstück. Ja. Klack. Da ist es wieder. Das schöne Geräusch. So, den machen wir jetzt hier fest. Ich habe mir hier mal ein Kreuzchen reingemacht, wo der hin soll. Und dann nehme ich mir also einen von den beiden hier. Die sind übrigens wirklich stark. Also müsst ihr aufpassen, dass die euch nicht woanders hinspringen, wo sie sich wohlfühlen würden. So, Nummer 1 sitzt schon auf meinem Kreuz. Wo das genau sitzt, ist eigentlich egal, denke ich. Sondern ist egal. Ihr solltet nur nicht, also es sollte schon an der Seite sein, aber nicht zu weit. Weil wenn ihr zu weit hier rüber geht, dann habt ihr das Problem, wenn ihr dann dieses schöne Papier, dieses Designpapier oben drüber macht, wenn der dann hier rausguckt, dann habt ihr hier so eine kleine Delle, weil der nicht umschlossen wird. Also nicht zu dicht an den Rand, ja, aber auch nicht mitten in der Mitte. Dann bringt das auch wenig. Ja? So, jetzt ist der ja hier. Jetzt kann man, die Seite ist jetzt ganz einfach, weil man nimmt jetzt den hier mit der Klebeseite nach oben oder welche auch immer. Er wird auf jeden Fall dorthin springen, wo der andere ist, wo das Gegenstück ist. Dann kann man hier ganz super die Klebeleiste abmachen. Zack. Und dann nimmt man einfach nur das. Ich habe jetzt hier einfach mal noch ein Kreuzchen reingemacht. Ob ich jetzt wirklich an dieser Stelle treffe, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, dann kann man das super hier rüber passen. Naja, sehen wir, ist ein bisschen daneben. Aber das ist ja egal. Wichtig ist, dass die beiden Magnete übereinander passen. Ne? So, das war's. Klack. Dann ist die Basisseite Typ 1 fertig. So, es ist vollbracht. Typ 1 ist fertig. Das wird jetzt wieder die Vorschau auf das nächste Video. Und zwar werden wir uns da dann um den Typ 2 kümmern. Typ 1 haben wir geschafft. Können wir hier. So. Dann geht es jetzt um Typ 2. Das machen wir im nächsten Video. Ähnlich wie in diesem Video für Typ 1. Und am Ende dieses Videos werden wir auch die Tags machen. Ne? Den und den. Und dann sind die Basistüten komplett. Ja, in diesem Sinne. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne Anmerkungen mal in die Kommentare schreiben. Das hilft mir ja auch, dann Sachen zu verändern oder überhaupt drauf zu reagieren. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonnieren würdet und das Glöckchen setzt. Dann seid ihr nämlich immer dabei, wenn die nächsten Videos hier rausgehen. Okay, dann schönen Dank und dann bis später. Tschüss!